Hallo zusammen! Heute mal wieder ein Video über einen sehr, sehr großen, insektenfreundlichen Blumenkübel. Und ja, ich stehe diesmal daneben, dann habt ihr auch mal einen ganz guten Überblick, wie hoch der Kübel mit Strauch hier eigentlich wird. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen 1A Forsythien-Ersatz für alle, die nicht nur was Gelbes im Frühjahr haben wollen mit viel, viel Farbe, sondern dabei gleichzeitig auch unserer Natur was Gutes tun wollen. Da ist die Strauchkronwicke Hippocrepis emerus eine richtig, richtig gute Wahl. Und zwar gehen da einige Wildbienenarten ran, unter anderem auch die goldene Schneckenhaus-Mauerbiene Osmia aurulenta vom letzten Video. Und auch zum Beispiel die Mai-Langhornbiene Eucera nigriscens. Die finde ich auch wahnsinnig schick, die Biene. Die hat ganz, ganz lange Fühler. Also ein schönes Tier. Dann legen da auch einige Falter noch ihre Raupen an den Eier an den Strauch und ja, die Raupen fressen dann hier eben die Blätter. Und bei den Blättern kann man auch sehen, sehr, sehr feine Blättchen, die sehen sehr, sehr ähnlich aus wie bei Hippocrepis comosa. Das ist der Hufeisenklee. Und ist ganz interessant, weil der Hufeisenklee ist so ein ganz, ganz schön wüchsiger Bodendecker, aber viel mehr als 10 cm Höhe erreicht er eigentlich nicht. Und hier die Strauchkronwicke, wenn man die wirklich mal wachsen lässt und vielleicht auch im Gartenboden hat, dann schafft die auf jeden Fall ihre 2 Meter Höhe. Und ja, also ist ein sehr, sehr vielseitiger Strauch, gehen auch sehr, sehr viele Hummeln sehr, sehr gerne ran, blüht eben sehr, sehr schön früh. Ich würde sagen, 2 Wochen später als die beliebte Forsythie ist sie ungefähr dran, wenn man sie im Gartenboden hat. Aber dafür ist sie in meinen Augen viel, viel schöner und auch noch ein Insektenmagnet. Man tut wirklich was für die Natur mit dem Teil. Ursprünglich kommt die in Deutschland nur im äußersten Süden vor, kann aber durchaus sein, dass sie jetzt vom Klimawandel auch profitiert und sich ein bisschen weiter ausbreitet. Deswegen sind auch relativ wenig Arten bekannt, die an die Pflanze rangehen, weil schließlich kann ja nur bekannt sein oder halt klar sein, welche Wildbiene zum Beispiel hier Pollen sammelt, wenn bei den Wildbienen Pollen von dieser Pflanze gefunden wurden. Wenn aber natürlich die Pflanze nur an ganz wenigen Stellen in Deutschland vorkommt, dann kann natürlich auch nicht arg viel bei nicht arg vielen Wildbienen Pollen gefunden werden von der Strauchkronwicke. Insofern, meinen Beobachtungen nach, gehen da noch einige Arten mehr ran. Aber ich bin kein Wildbienenforscher, deswegen möchte ich da jetzt keine vorschnellen Schlüsse ziehen an der Stelle. Aber ich werde es mal weiter dokumentieren und mit den Forschern entsprechend natürlich auch im Kontakt bleiben. Schauen wir mal, was sich dieses Jahr so alles hier blicken lässt. Schön an dem Strauch, an der Strauchkronwicke ist auch, da kann man sehr, sehr einfach Stecklinge ziehen. Da muss man einfach im Januar, Februar so ein 20, 25 cm langes Stöckchen, gibt es ja immer einige, abschneiden, in feuchte Erde stecken. Und die treiben dann sehr, sehr zuverlässig aus. Nach einem Jahr sehen die dann ungefähr so aus wie der hier. Also noch nicht wirklich riesig, aber man sieht schon die Anlagen, es geht schon hier langsam los. Insofern ist das eine sehr einfache Möglichkeit, wenn man davon mehrere haben will oder wenn man sie verschenken will. Wenn es noch mehr Leute gibt, die ihre Forsythien ersetzen wollen, das hier ist die Wahl. Ja, das ist hier eben so die Leitstaude im Kübel. Der hat um die 80 Liter Volumen, der Kübel insgesamt. Sollte auf jeden Fall um die 50 Liter sollten es schon sein, sonst kriegt die Strauchkronwicke einfach Schwierigkeiten, weil die zwar sehr trockenheitsresistent ist, aber schon noch ein bisschen Wurzelvolumen einfach braucht. Substrat ist jetzt hier ein sehr mageres, das ist jetzt hier Dachgartenerde extensiv mit ein paar hinten Kompost drin. Wenn man keine Dachgartenerde extensiv hat, dann kann man da auch ganz einfach eine Mischung aus 40% oder vielleicht 50% Kompost, 30% Sand und 20% irgendwie Split oder Kies oder ja, in dem Fall Recycling Ziegelsplit kann man dann nutzen. Da fühlen sich die Pflanzen wohl, sehr mineralisch, sehr mager. Das ist genau das Richtige für die Arten hier. Der Topf hier braucht schon seine 6-8 Stunden Sonne auf jeden Fall am Tag, kann aber auch deutlich mehr. Wenn wir weniger haben, dann kriegt auf jeden Fall als erstes die hier ein Problem. Zu der möchte ich als nächstes kommen. Das ist das Felsensteinkraut Alyssum saxatile. Kennt ihr vielleicht von Weinbergsmauern und wird auch häufiger in Gartencentern angeboten. Ist ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet, aber bei uns auch eingebürgert. Geht auch die eine oder andere Wildbiene ran. Und vor allem auch ganz viele kleine Fliegen und diverse kleine Arten. Also ist eine schöne Pflanze, vor allem weil sie auch immer grün ist und einfach auch ja, sehr, sehr schön aussieht. Dann haben wir hier noch drin einmal das nickende Leimkraut hier vorne, das hier. Das ist Silene nutans. Das ist eine immergrüne Art, also die Rosette bleibt auch immergrün. Die blüht weiß von Mai bis
na, Juli, manchmal auch August. Das ist dann so unheimlich leicht, locker, kleine weiße Blütchen, die hier so an dünnen Stängeln oben drüber schweben. Sehr luftig, sehr einfach schön und unheimlich beliebt bei Nachtfaltern. Also da gehen knapp 30 Falterarten ran, da sammeln zig Falter Nektar, aber es legen auch ganz, ganz viele ihre Eier an die Pflanze, die dann gefressen wird. Hier sieht man auch schon überall kleine Löcher drin, das ist immer ein gutes Zeichen. Also die ist sehr, sehr beliebt und eben auch sehr, sehr schön. Und von daher setze ich die immer sehr, sehr gerne ein, vor allem auch im Kübel, ist sehr trockenheitsverträglich. Tolle Pflanze. Und hier drüben haben wir den Blutstorchschnabel Geranium sanguineum. Der blüht pink von Juni bis August und der heißt Blutstorchschnabel, weil der im Herbst dann seine Blätter wirklich knallig blutrot färbt. Das ist echt eine Schau. Wunderschöne Pflanze, bildet hier so richtig schön bodendeckermäßig so Polster. Bisschen, wird auch mal ein bisschen höher, geht auch mal an die 30 cm ran. Bildet auch ganz früh im Winter schon wieder neue Blätter, also die ist eigentlich nie wirklich kahl. Sät sich auch ganz gut aus. Im Beet muss man ein bisschen aufpassen, weil die tendiert auch dazu, die anderen Pflanzen mal ein bisschen zu übernehmen und zu verdrängen. Die ist wirklich konkurrenzstark. Im Topf, finde ich, hält sie sich eigentlich ziemlich zurück. Da habe ich eigentlich noch nie ein Problem. Man kann zwar jetzt hier im Topf auch schon zwei, drei Aussäher sehen. Da hinten ist ein kleiner Sämling, da drüben ist noch einer. Aber da ist sie relativ handzahm. Also da arrangiert sie sich sehr, sehr gut mit der gesamten Kombination hier. Dazwischen haben wir noch ein paar Stängel von, naja, Tulipa silvestris, die heimische Wildtulpe oder auch Weinbergstulpe. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Blüht leider nicht so lange wie die Hybrid-Tulpen aus dem Gartencenter. Dafür duftet die fantastisch. Also sehr intensiv, wenn man es mag, fantastisch. Wenn man es nicht mag, nicht so toll. Aber ist die Wildtulpe ist eine schöne Pflanze. Deswegen setze ich die auch immer ganz gerne hier mit in so Töpfe mit rein. Die ist auch super trockenheitsverträglich. Das gilt auch für den Strauch, also für die Strauchkronwicke. Und gilt natürlich auch für den Blutstorchschnabel und auch für das Felsensteinkraut. Ist ein Topf, wie man ihn absolut empfehlen kann. Echt eine Schau, gerade das Gelb passt hier wunderbar auch zu dem blauen Topf. Dann später im Jahr eben die weißen Blüten von Silene Nutans und ganz am Ende hier Geranium sanguineum, der Storchschnabel mit den pinken Blüten, knallig. Da gibt es noch eine Besonderheit, die habe ich vergessen zu erwähnen, und zwar in den Blüten schlafen öfter mal Insekten, weil die sind relativ groß und die schließen sich bei schlechtem Wetter oder auch nachts. Da lassen sich dann verschiedene Insekten einfach einschließen und übernachten da drin bzw. schützen sich vor Unwetter. Und an den Blutstorchschnabel gehen auf jeden Fall auch, ich glaube, 5 Falterarten, die da ihre Eier dran ablegen. Und geht auch die eine oder andere Wildbiene mal Pollen und Nektar sammeln. Also insgesamt ein fantastischer Ersatz für Forsythie und für eben nicht heimische Bepflanzung oder eben für die nicht heimischen Storchschnabel, die auch ganz gern eingesetzt werden an solchen Stellen. Nutzt die heimischen Arten, die werden gefressen, die dienen als Larvenfutterpflanze, die helfen unseren Insekten wirklich weiter. Das ist eine Möglichkeit, wo ihr wirklich was Gutes tun könnt. Pflanzt sowas hier nach und ja, helft unserer Natur, zumindest im gewissen Rahmen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!